Ja, servus Leute, herzlich willkommen zum Video. Und heute habe ich den Anton Herrmann von Space Goats bei mir. Und es geht um das Thema USA-Expansion. Denn da hat Space Goats ein neues Feature oder eine neue Dienstleistung im Angebot, die es euch extrem vereinfacht, in den USA zu starten. Und genau darüber sprechen wir heute. Anton, danke, dass du da bist und stell dich erstmal kurz vor für die Leute, die Space Goats und dich vielleicht noch nicht kennen. Vielen Dank für die Einladung, Markus. Wie immer eine Ehre, hier dabei sein zu dürfen. Und danke fürs Intro schon mal. Mein Name ist Anton Herrmann. Ich bin einer der Gründer von Space Goats, selber 2016 mit Amazon angefangen. Hat sehr gut funktioniert. 2017 dann mit Kollegen zusammen, also das ganze Business mit den Kollegen zusammengeworfen. Hat noch besser funktioniert, ein bisschen Geld dabei auch noch eingesammelt. Dann gemerkt, ist ja alles gar nicht so einfach, vielleicht für einen FBAler wie du oder wie es war. Schon, wir kriegen das hin, unsere Prozesse gibt es ja quasi nicht. Das heißt, da müssen wir auch kein Change Management betreiben, aber für andere Unternehmen ist es vielleicht nicht so einfach, sprich Internationalisierung, das ganze Account Management, Operations, Troubleshooting, was auch immer dazukommt, wenn man Amazon macht. Also haben wir beschlossen, die Produkte, jetzt sind ganz, ganz simpel, da ist noch viel mehr dahinter, aber ganz simpel, die Produkte von anderen Unternehmen und Marken über unseren Amazon-Account in ganz Europa, mittlerweile auch nach dem Brexit wieder in UK und seit ein paar Monaten in den USA zu verkaufen und der Marke oder unserem Kunden, unserem Selling-Partner die Möglichkeit zu geben, darüber die Kontrolle zu behalten, indem wir denen eine Software auf den Hof stellen, die Reporting ermöglicht, eine Fernsteuerung auf die Lagerbestände, eine Fernsteuerung auf die PPC-Kampagne und so weiter. In ganz, 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 ganz kurz. Genau, ja cool, dafür seid ihr auch bekannt. Im Grunde, ich verkaufe einfach über den Account von Space Goats und erspare mir dadurch die ganzen Troubles und das ganze Steuerthema und so weiter für die anderen Länder jetzt. Also ich verkaufe in Deutschland und den Rest mache ich über Space Goats und habe dann sozusagen keine Probleme mehr mit der Internationalisierung. Tatsächlich jetzt, für mittelständische Unternehmen ist es tatsächlich sogar auch Deutschland der Fokus. Also die können es auch in Deutschland, die können kein B2C-Geschäft machen, weil die es immer schon B2B gemacht haben. Also brauchen sie jemanden, der für sie das B2C-Geschäft simuliert und okay, für die und so weiter. Aber ja. Also sozusagen auch, wenn ich jetzt sage, okay, ich will gar nichts zu tun mit Amazon, macht das alles für mich, dann kann man so Space Goats gehen. Und jetzt auch eben für USA. Genau. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie ihr das Ganze angeht, weil meiner Meinung nach bisher immer war, okay, erst Pan-EU machen, also zuerst mal in Deutschland richtig Fuß fassen, dann Pan-EU und dann kann man USA machen, aber eben viele Hürden bei USA. Erstmal muss ich den Lagerbestand dort extra hinschicken, steuerliche Themen, vielleicht brauche ich eine zweite Firma dort. Du bist nicht vor Ort in USA, ist auch immer schwierig, weil die teilweise dann irgendwie Briefe schicken oder sonst irgendwas und noch nicht so modern kommunizieren. Ja, und dann das ganze Logistikthema und so weiter und so fort, Compliance, whatever, richtig große Baustelle. Mhm. Aber wenn ihr da jetzt eine richtig geile Lösung dafür habt, ja, dann ende ich vielleicht sogar meine Meinung und sage zuerst USA und dann Pan-EU. Aber erklär mal, wie das Ganze funktioniert. Also ich möchte jetzt in den USA starten und ich habe keinen Bock drauf, dass ich irgendwie mich dort steuerlich registriere, irgendwelche administrativen Sachen mache. Ich will einfach nur, ich kann gut auf Amazon verkaufen und ich will einfach gut auch in den USA auf Amazon verkaufen. Wie läuft das jetzt ab? Sehr gut. Kleiner Schwenker. Viele Leute kommen zu uns wegen UK und das Erste, was ich denen sage, ist, bevor du UK machst, was ja auch ein Drittland ist mittlerweile, würde ich auf jeden Fall zuerst in die USA gehen. Also wer vor der Entscheidung steht, UK oder USA, auch wenn ihr es selber machen wollt, dann würde ich immer die USA wählen. Nur so am Rande, x-mal so großer Markt und so weiter. Also wie funktioniert das bei uns? Du hast Interesse, in den USA zu verkaufen. Im besten Fall hast du schon mal den Markt abgetastet. Also du hast ja schon mal angeschaut, was macht der Wettbewerb, was ist da die Preisstruktur, kann ich da überhaupt mithalten, habe ich USPs, bla, das klassische Zeug, was du auch machen würdest, wenn du in Deutschland ein Produkt launchst. Nicht jedes Produkt, was in Deutschland funktioniert, wird auch in den USA funktionieren. Das ist einfach eine andere Kultur, die manchmal kaufen sie gern teuer, manchmal kaufen sie gern billig. Also das ist wirklich alles dabei. Aber erstmal
du hast eine konkrete Idee im besten Fall, welches Produkt mit welchem Produkt du starten möchtest. So, dann buchst du dir bei uns einen Call, wir erklären dir den Prozess, so wie ich das jetzt gleich mache, und schauen uns als allererstes mal deine Margen an gemeinsam. Dann kriegst du von mir so ein schönes Margenberechnungssheet, da trägst du deine ganzen Preise ein, da trägst du deine Einkaufspreise ein, da trägst du die Abmaße ein, alles, was dazugehört. Deinen deutschen Tacos, beziehungsweise deine PPC-Abschätzung, und da am besten mal zwei, das war so unsere Erfahrung, also wenn du in Deutschland 10% Akkus hast, dann ist es in den USA das Doppelte. So, dann haben wir uns das Ganze angeschaut, wir haben geschaut, okay, wie ist der Markt mit Helium 10, weiß nicht, wie viel Absatz zu 100 Einheiten pro Tag, wie auch immer, mit der und der Marge, und dann sagen wir, okay, das ist spannend. So. Dann ist der nächste Schritt, nachdem wir gemeinsam geguckt haben, ob wir uns für die Produkte entschieden haben, ein Compliance-Check. Und da sind wir auch sehr, sehr streng. Weil da gibt's ja die ganzen Horror-Stories in den USA, Compliance super kompliziert und es ist alles lösbar, aber man muss wissen, was man da tut. Und in den USA, also auch da vielleicht kleine kulturelle Eigenheit oder auch rechtliche Eigenheit. In Europa ist es so, dass du alles vorher sauber haben musst, und dann kannst du erst verkaufen. Wenn aber dann was schiefgehen sollte, dann ist es nicht so schlimm, weil du hast ja schon deine Pflichten erfüllt im ersten Moment. In den USA ist es so, YOLO, hau rein, ey, aber wenn was schief geht, dann wird's teuer. Und es ist wirklich so, also das Gleiche gilt ja auch für Sales Taxes. Du brauchst erstmal in Europa, brauchst du alle Umsatzsteuer dies, bevor du damit überhaupt anfangen kannst, also im Land lagern. In den USA kannst du mal starten, tracken, was du da machst, und wenn du über eine bestimmte Schwelle kommst, dann geht's los. Ja. Also wir machen dann, um wieder zum Prozess zurückzukommen, den Compliance-Check. Das heißt, wir fordern Live-Bilder von deinen Produkten an, wir fordern die Zertifikate an, Hersteller, Bezeichnung, Konformität, also was auch immer nötig ist. Und also Verpackungslabel, bla bla bla. Und dann geben wir dir eine Analyse oder einen Compliance-Report, was alles angepasst werden muss. Weil jede Verpackung muss in irgendeiner Form angepasst werden. Vielleicht muss noch irgendwie ein Lab-Test gemacht werden, um noch mal sicher zu gehen. Dann gibt es so eine schöne Verordnung, die nur in Kalifornien gilt, weil die Amerika ist zwar ein Land, aber trotzdem föderal aufgebaut, so fast schon wie Deutschland. California Proposition 65, willst du die umgehen, musst du nachweisen, dass kein bla bla bla. Wir wissen, okay, das muss geändert werden, damit das Produkt verkehrsfähig in Amerika ist, das muss auf die Verpackung, so bitte die Verpackung anpassen und so weiter. Und dann geht's erst in die Vertragsunterschrift, weil in der Vergangenheit war es oft so, dass das auf der Blocker war, und dann kommst du, hey, können wir noch mal den Vertrag nach hinten schieben, und das hat ja alles so lange gedauert und sonst noch was wegen. Wir wollen erstmal die Blocker weg haben, und dann geht's in die Vertragsunterzeichnung und in die Logistikplanung. Und da seid ihr auch wieder frei. Uns ist natürlich lieber, den Prozess selber, also den Supply Chain Prozess selber in der Hand zu haben, weil wir dann auch selber wissen, wann was passiert und sowas. Aber im Prinzip ist es uns Wurst. Du kannst die Ware nach Amerika schicken, oder wir schicken deine Ware von wo auch immer, von Deutschland, von China, wo auch immer du möchtest, nach Amerika. Was aber wichtig ist, wir importieren die Ware. Wir importieren die Ware als Import of Record. Du benutzt auch unsere Adressen als In-Verkehr-Bringer, sodass eine amerikanische Entity auf der Verpackung ist, und sobald die Ware importiert wurde, bringen wir sie in unser Lager. Wir haben dort ein Lager vor Ort, das ist in Atlanta, also aktuell noch eins an der ER-Ostküste. Wir gucken auch schon Richtung Westküste, was man da machen kann, aber alles schaffbar, und lagern die Ware ein, schauen nochmal, ob alles passt, und dann schicken wir die in kleinen Portionchen zu Amazon. Und ab da, Business as usual, wir schicken die Ware zu Amazon, du kriegst einen Login zu unserer Galaxy-Software. Die Galaxy-Software ist ein großes Stück Reporting, also du hast da ein Controlling-Feature mit drin, du hast da ein Lagerbestands-Feature mit drin, du kannst dort Anlieferpläne machen, deine PPC-Kampagnen steuern, Business-Reports sehen, also im Prinzip das, was du auch im Seller-Central sehen könntest, zumindest versuchen wir das meiste davon anzuzeigen, also das, was dich auch interessiert, Retouren, Gründe, Bewertungen, Produktverwaltung und so weiter. Und dann, wenn die Produkte bei Amazon angekommen sind, kannst du auch deine PPC-Kampagne schalten. Wie gesagt, entweder über unser Tool, was wir aber gar nicht so gern haben, denn wir haben eine wunderschöne, schau dort an der Stelle, Kooperation mit Bidix, die für uns eine Custom-Lösung gebaut haben, wirklich gut, was den großen Account aufsplittet in kleine Unteraccounts, sodass du ein Login bekommst, Vollversion, und nur auf deine eigenen Produkte zugreifen kannst. Kannst Sponsored Brands schalten, Sponsored Products automatisieren oder nicht automatisieren, das ist alles deine Sache. Ja, und dann geht's in den Launch. Und
Ganz simpel, du schickst uns Ware, wir schicken dir Geld zweimal im Monat und hoffentlich verdienen wir alle gemeinsam daran. Okay, ja, danke für die Übersicht, sozusagen, wie das funktioniert. Da haben wir auch gleich gemerkt, was steckt eigentlich alles dahinter, wenn ich jetzt expandieren möchte in die USA, nach UK, wo auch immer. Erstmal Marktanalyse, bringt das überhaupt was? Margen kontrollieren und so weiter, sage ich immer. Das ist mal der erste Schritt. Wenn da alle Lichter grün leuchten, okay, dann können wir einen weiteren Prozess machen. Aber wenn da schon klar ist, es hat keinen Sinn, dann, ja, dann braucht man auch sich das Ganze nicht antun. Genau, und Und das auch ist. dazu, viele Margen kalkulieren reicht in meinen Augen nicht mal. Du solltest wissen, du sollst auch deinen Return on Investment kennen. Also deswegen würden wir da auch eigentlich immer so ein P&L Forecast machen oder empfehlen, so war das auch in dem Sheet mit drin, wo du wirklich siehst, wann bekommst du denn dein Geld wieder zurück? Ja, weil Wachstum kostet Geld. Ja, Wachstum kostet Geld. Du hast deine Ware noch nicht mal verkauft, beziehungsweise du bekommst noch kein Geld dafür, aber musst eigentlich schon wieder Geld nachschießen, um die andere Ware zu bestellen. Und so kommt Geld Genau. rein, aber das Geld kommt vorher schon wieder raus. Und wann bist du wirklich im grünen Bereich? Wann machst du wirklich das erste Mal Geld? Und da wundern sich manche, wenn die mit so 10, 12% Marge fahren. Wie lange es dauert, bis so ein Projekt wirklich profitabel ist. Also da reden Ja, wir um ja. 10 Monate bis 18 Monate. Das ist ganz normal, dass man da das erste Mal grüne Zahlen sieht. Das auf Schwarze jeden Zahlen, Fall. ja. Und dann kommen noch oben drauf in USA die Werbekosten, Oh oft ja. halt extrem unterschätzt und extrem hoch. Ja. Wenn du da irgendwie in den kompetitiven Markt reingehst, wo ein hohes Suchvolumen ist, mit hohen Klickpreisen, dann kann der Launch halt schon mal einen fünf- bis sechsstelligen Betrag auch kosten, ne? Auf jeden Fall. Und dann brauchst du auf jeden Fall nochmal tiefere Taschen, damit du das überhaupt stemmen kannst. Und wenn du halt die nicht hast, dann bringt halt auch relativ wenig, diesen ganzen Aufwand zu betreiben, finde ich. Ja. Ja, also wie gesagt, das ist mal ganz wichtig für die Leute, die jetzt zuhören, erstmal diese Vorab-Analyse machen und da mal alles durchrechnen. Und wenn da alles passt, dann geht man sozusagen weiter. Und da Und auch sehr groß. konservativ da auch rangehen, weil Ja. die PPC-Kosten können doppelt so hoch sein, die können auch dreimal, dreifach so hoch sein. Also das kann schon passieren. Außerdem sind die ganzen FBA-Gebühren deutlich, 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 deutlich teurer. Hast du da Also, vielleicht irgendwie einen Tipp? Ist ja. es möglich, dass man vielleicht irgendwie mit 10 Einheiten über einen eigenen Account das mal rüberschickt und dann dort ja, Gebote einstellt und dann erstmal Das ist die ja dein Hack. Klickpreise abfragt, sozusagen? Das ist ja dein Hack, also den kannst du gerne ausführen. Ich habe das Video auch von dir genau dazu gesehen. Also, ja, erzähl ruhig. Ja, aber das ist jetzt sozusagen der Trick. Ich nehme Ja. einfach, keine Ahnung, 10 Produkte, schicke die zum Amazon-Lager mit einem anderen EAN, damit die Asien anders ist, sozusagen, damit ich die Sales History nicht versau. Und dann biete ich einfach ein Gebot auf meine Hauptkeywords, die ich halt identifiziert habe. Und dann bekomme ich sozusagen natürlich die Klickpreise zurück. Wenn ich sogar was verkaufe, dann ist es natürlich noch positiver. Aber erstmal eigentlich nur will ich wissen, okay, wie hoch sind die CPCs? Und da wollte ich halt fragen, ist das, kann man das einfach so machen, auch in den USA? Man kann es so machen, aber ich weiß nicht, wie weit aussagefähig das am Ende wirklich, also für einen Daumen über Daumen gepeilt ist es schon gut, aber du kennst ja deine Conversion Rate nicht. Und Klar. das ist so der springende Punkt. Der Wettbewerb hat dort oft 10 bis 100 Mal so viele Reviews wie du in Deutschland. Also da sind Produkte mit 10, 20.000 Reviews, das ist ganz normal, ja, in kompetitiven Nischen. Und wie weit kannst du da mithalten mit dem ganzen Thema? Also es ist gut, um die CPCs mal zu sehen, relativ zu dem, was du in Deutschland hast. Und dann musst du die Conversion Rate auch noch mal konservativ, die du in Deutschland bei denselben Produkten hast, auch noch mal mehr anpassen. Und dann kommst du, glaube ich, schon in eine, ja, Dimension zumindest. Aber so, wir hatten auch Flops, ja. Also es ist nicht so, dass das jedes Mal klappt, wenn du ein Produkt rüberbringst, ja. Also wir Ja, haben halt ein klar. Produkt, da kämpfen wir massiv, das ist halt im hochpreisigen Bereich, Wettbewerber namhaft, kennt man, das ist ein Apple-Zubehörprodukt, jeder kennt die Marke. Und da tun wir uns schon sehr, 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 sehr schwer, überhaupt Conversions zu bekommen mit 20 Reviews gegen 6.000. Ja, das ist Ja, krass. klar. Also, Es ist auch extrem abhängig. Also ich habe selbst gemerkt, wie ich sozusagen expandiert bin in die USA. Ein Produkt funktioniert halt super, ein anderes Produkt funktioniert gar nicht.
Und da ist meine Erfahrung auch gewesen, die Produkte, die jetzt nicht so extrem kompetitive Nischen sind, die haben besser funktioniert, weil ja, bei den anderen Produkten, da hätte ich persönlich einfach auch mit viel mehr Kapital reingehen müssen, um da irgendwie eine Chance zu haben. Und das hat man halt nicht, wenn man jetzt mal so USA so ein bisschen starten möchte. Ja. Genau, kann ich auf jeden Fall auch was zu sagen. Ja, bitte. Conversion Rate. Ja. Du bekommst ja dann auch den SQPA-Bericht für die entsprechenden Keywords, die du da mit diesem Testprodukt bewirbst. Mhm. Da bekommst du auch wieder dann die Conversion Rate und du bekommst über die PPC-Konsole ja den Kategorie-Benchmark für diese Kategorie. Und da hast du dann den Durchschnittswert von der Conversion Rate. Und damit würde ich dann erstmal rechnen, weil das ist, ich meine, du solltest in deiner Vorabanalyse auch davon ausgehen, dass du halt mindestens so gut bist wie der Durchschnitt oder halt eigentlich besser. Ob du halt dann so gut bist wie die Top 3 oder so, ist dann eine andere Frage, aber der Durchschnitt, ich finde konservativ, du rechnest einfach mit dem Durchschnitt, du bist jetzt nicht das Superprodukt, Topseller, sondern du kommst einfach im Markt und wirst Durchschnitt und davon sollte man dann ausgehen, aus meiner Sicht. Und wenn das mega Idee ist, dann go for it. Mega Idee nehme ich direkt bei uns mit auf. Ich wollte auch noch zu dem allgemeinen Mindset, und das passt auch zu dem, was du gerade gesagt hast, mit nicht auf die Top-Wettbewerber zielen und sowas. Wenn du dir Helium 10 auch machst, es gibt manche Produkte, die machen 5 oder 10 Millionen Umsatz im Monat. Ja, es gibt manche Produkte, wir haben da letztens gesehen, irgendwie das Bestseller-Bett macht 100 Millionen im Monat. Also völlig, völlig absurd. Aber das ist nicht das, was wir mit unserem deutschen Mindset von Tag 1 an anpeilen sollten, weil dafür brauchst du wirklich Geld, ja, und dafür brauchst du einen langen Atem und auch, ich sag, Mut, die ganze Zeit in diesem tiefroten Bereich zu bleiben, um vielleicht mal in der Zukunft und so weiter lieber auf die zweiten, dritten klassigen Spots gehen, lieber nicht auf die Haupt-Keywords, sondern auf die Longtail-Keywords gehen, weil die haben meistens auch schon genug Volumen, um damit das Ganze anfängt, Spaß zu machen. Und wenn du da mal Relevanz aufbaust auf die Keywords, dann kannst du immer noch nach oben gehen. Das war unser Hauptfehler bei diesem einen Produkt, wo wir bis heute strugglen. Wir haben direkt angegriffen bei den, also in ein paar Wochen 10K, also Adspend rausgeballert und 6.000 Umsatz damit gemacht, ja. Also das kann schon auch passieren, ne? Ja, ja. Deswegen guckt, dass ihr euch realistische Ziele setzt, aber die dann auch fokussiert erreicht und nicht schauen, hey, die Nische ist so verrückt und ich hole mir jetzt die einen der Top 3 Spots. Das würde ich im zweiten oder dritten Schritt angehen. Erwartungshaltung und sowas. Dazu habe ich jetzt auch ein neues Video gebracht. Wird am 26. Juli live gehen. Falls ihr euch das anschauen wollt, ich verlinke es auch hier irgendwo im Video zum Launch und meine Empfehlung dazu und Strategie für euch. Das sei auch Longtail-Keywords zuerst und dann Vorarbeit. Ne? Für USA ist noch das ein Must-Have, weil wenn ihr aufs Haupt-Keyword Shorttail geht, dann werdet ihr einfach zerfleischt vom Haifischbecken. USA ist einfach da gnadenlos. Aber jetzt haben wir, glaube ich, die Leute verschreckt, die letzten 10 Minuten, dass USA so schwierig ist. Aber gerade heute soll es darum gehen, dass es vielleicht doch relativ einfach ist zu starten. Und was man vielleicht jetzt mitnehmen kann aus den letzten 5 bis 10 Minuten gerade, auch wenn du es nur schaffst, irgendwie im Mittelwert zu sein, im Durchschnitt zu sein in den USA, wenn du schaffst, das profitabel hinzubekommen, dann ist es halt auch gleich mal so viel Volumen oder sogar mehr wie in Europa oder Deutschland. Genau. Je nach Produktkategorie und deshalb ist halt so interessant, dorthin zu gehen. Und kommen wir wieder zurück zum Prozess. Wenn sozusagen vorab die Analyse alles passt und ihr das abgeklärt habt, dann Thema Compliance. Und das ist auch so ein richtig ein Thema, was ich jetzt persönlich gar nicht mag. Ja. Also das würde ich auch immer von irgendjemandem Experten machen lassen, weil ich persönlich traue mir eigentlich gar nicht zu, dass ich diese ganzen Zertifikate und so weiter, das ganze Wissen halt habe. Und gerade USA ist dann nochmal ganz ein eigenes Kapitel. Also ich würde sagen, also um auch da eine Relation, also Compliance in Europa ist komplizierter. Ja. Okay. Aber es ist nicht so schlimm, wenn was schief geht, wie wenn es dort schief geht. Darum, also das ist, glaube ich, das Hauptthema. In Europa haben wir schon, ich glaube, somit die gestörtesten Compliance-Anforderungen weltweit. Also das USA ist da nicht, aber wie gesagt, das sollte dann trotzdem sauber sein. Genau, kommt natürlich auch immer aufs Produkt drauf an. Wenn du jetzt irgendwie
Nahrungsergänzungsmittel verkaufst, ist natürlich viel, viel heikler, als wenn du jetzt, weiß ich nicht, eine Black Roll oder sowas verkaufst. Ja. Also so eine Faszienrolle, weil was soll jetzt da schief gehen? Also die wird jetzt nicht auf einmal anfangen zu brennen aus dem Nichts, hoffentlich. Das nicht, aber Health Claims, so wie Hilf gegen Rückenschmerzen, sowas rutscht dann schon mal durch, also recht zügig. Und dann ist dein Produkt gesperrt, hast du deine Ware dort rumliegen, unmenschliche Lagerkosten bei Amazon. Ja, das auf jeden Fall. Ja, das dafür ist halt gut, wenn dann sozusagen so ein Check durch euch erfolgt oder durch einen Experten über euch. Was sozusagen bei euch gar nicht anfällt, ist sozusagen das Steuerthema. Ja, das vermeidet man halt komplett. Das ist auch... Ja, komplett. Es ist, ja, kann man jetzt sehen, wie man will, ob das jetzt komplizierter ist als in der EU oder weniger kompliziert. Aus meiner Sicht ist es auch kompliziert in den USA mit der Sales Tax, weil da gibt es auch wieder 50 Staaten und die einen haben so Marketplace Collection, die anderen wieder nicht. Also manche haben Warehouse, manche nicht. Also Amazon Warehouse nicht. Also für den Zuschauer jetzt, bei manchen Staaten in den USA ist es so, die heben für euch die Umsatzsteuer ein, wenn ihr auf Amazon verkauft. Bei anderen müsst ihr wieder die Umsatzsteuer sozusagen abführen. Ja, kompliziert. Gibt es auch wieder Tools dafür, die das Ganze für euch tracken. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, dann habe ich gar nichts damit zu tun am besten. Ja. Und deswegen finde ich... Compliance und Steuern. Ja. Deswegen finde ich die Lösung von Space Goats halt cool. Ja, und dann Thema Logistik. Und vielleicht da ein auch nochmal zu dem Compliance und was du gerade gesagt hast, rechtlich, und da kommt auch noch eine Versicherung dazu. Ne? Also wir sind versichert in den USA und dort ist es tatsächlich sogar obligatorisch. Ihr kennt ja hier EPR, Verpackungslizenznummer musst du eintragen bis so, sonst wird dein Amazon-Account gesperrt. Die Amerikaner haben genau das Gleiche für die Produkthaftpflichtversicherung gemacht. Das heißt, jedes Unternehmen, das dort verkauft, muss auch eine Produkthaftpflichtversicherung haben. Für die USA, wo speziell Amazon im Vertragstext drinsteht, dass das Amazon.com mit abgedeckt wird. Sonst kannst du da gar nicht erst verkaufen. Würden wir auch abdecken in den USA, aber eine Produkthaftpflichtversicherung lohnt sich allgemein, würde ich sagen, auch in Europa. Ja. Ja, das ist jetzt in den USA seit ein oder zwei Jahren, glaube ich. Die musst du halt haben, sonst wirst du, glaube ich, gesperrt oder so. Ja, genau. Und das ist eben auch, glaube ich, ein bisschen problematisch, wenn du den Firmensitz nicht in den USA hast, dann dafür eine Versicherung zu bekommen. Ja, ist auch wieder ein Thema, also etwas, was es halt nochmal komplizierter macht, alleine in die USA zu expandieren. Deswegen, also 2.000 bis 5.000 pro Jahr musst du da schon auch rechnen. Ja. Wenn nicht mehr, also je nachdem, was du versichern willst. Cool, dass ihr das auch abdeckt und damit wird das Thema auf jeden Fall schon viel leichter. Dann Thema Logistik. Du hast gesagt, ihr seid der Importeur. Ja. Das heißt, auf gut Deutsch jetzt, ich bestelle ganz normal bei meinem Supplier. Genau. Ich zahle meinen Supplier auch ganz normal. Genau. Aber ihr seid dann der Importeur. Ihr importiert das Ganze. Ihr zahlt auch sozusagen den Zoll in den USA. Genau, und stellen es dir dann in Rechnung. Muss ich dann den Zoll euch vorher zahlen oder wird es einfach abgezogen von dem, was ihr von Amazon ausgezahlt bekommt für meine Kopfwaren? Also einmal im Monat machen wir eine Monatsabrechnung. Das sind, was schuldest du uns, was schulden wir dir? Und das wird dann halt miteinander verrechnet. Je nachdem, also manche wollen eine getrennte, saubere Buchhaltung. Das wird das erste eine bezahlt, dann das andere. Aber im Prinzip, wir stecken es vor und bekommen es dann später. Alles klar, okay. Also ihr finanziert das sogar vor, wenn das sozusagen jetzt am Monatanfang wird die Ware da reingeliefert und dann am Monatsende wird geschaut, okay, wie viel hat jetzt der Zoll gekostet, wie viel Gebühren werden verrechnet und was bekommen wir von Amazon als Auszahlung, das wird gegenverrechnet, wenn dann noch ein Minus, ein negatives Saldo rauskommt, dann muss ich halt euch Geld bezahlen. Genau. Wenn ein positives Saldo rauskommt, dann bekomme ich Geld von euch. Genau, was am Anfang auch nicht ungewöhnlich ist, gerade in der Launchphase, wenn man halt hart investiert in PPC und sowas, das ist ein Investment, USA, muss man auch sagen. Klar, das ist auf jeden Fall klar. Okay, und im Endeffekt ist es halt dann so, ich bestelle meine Ware und du gibst mir eine Adresse von deinem Lager und ich schicke das dorthin. Genau. Und ich sag euch direkt,
hey, importiert das und ihr macht das halt dann über euren Logistiker direkt. Das geht beides, genau, aber wenn du es über deinen Logistiker machst, und das ist eigentlich nur ein Detail, aber das hatten wir letztens, dann bitte euer Logistiker mit unserem in Verbindung setzt, sodass wir trotzdem Import of Record sein können. Okay, alles klar. Und wo habt ihr euer Lager? In Atlanta. Atlanta, das ist in Georgia, quasi nördlich von Florida. Alles klar, aber das heißt dann, wenn ich jetzt von China importiere und direkt in die USA schicke, wäre es dann nicht besser, wenn ihr auch in Los Angeles oder, keine Ahnung, Las Vegas irgendwo ein Lager habt? Wie eingangs gesagt, das ist auch in Planung, nur wir haben dort eine Kooperation mit einer Schwesterfirma, die in den USA sitzt, in Atlanta, dort ein Warehouse hat, aus der Logistik kommt und es war einfach naheliegend, damit mal reinzustarten. Und ja, das ist ja erst der Start. Definitiv Westküste muss sein, Lager. Okay, alles klar. Wisst ihr schon in etwa, wann das zustande kommen wird? Kein Geld auf eine Roadmap setzen, wir sind dran. Okay, alles klar. Ja, ist ja auch besser, es dauert 2-3 Monate länger und dafür ist es ein guter Partner. Beides, ja. Als schnell und dann ist irgendwas. Okay, alles klar. Aber es geht auch über den Panama-Kanal und sowas, es geht auch. Ja. Also ja, es ist klar. Nicht so, dass du einmal um Kanada rum musst oder sowas. Über den Panama-Kanal, klar, kommen auch noch ein bisschen Gebühren drauf, die wollen auch Geld haben für den Panama-Kanal. Ja. Aber gut, dafür ist es dann auch wieder, das muss man auch dazu sagen, wenn ich dann zu Amazon liefere, ist vielleicht Atlanta sogar der bessere Standort, als ganz an der Westküste zu sitzen. Weil wenn du halt irgendwie Produkte hast, die übergrößert sind, dann wird es ja verteilt. Und dann bekomme ich da ein Lager an der Ostküste, dort an der Westküste, da. Und dann ist besser, mehr in der Mitte. Also Atlanta-mäßig ist halt schon mittiger als jetzt LA. Weil die FBA-Gebühren oder die Ship-to-Amazon-Gebühren, die sind nicht wie in Deutschland. Deutschland ist ja recht klein, auch wenn recht viele Leute auf diesem kleinen Platz leben. 3,70 € oder was kostet das gerade? Für einen Masterkarton mit 22 Kilo, egal wie viel drin. In den USA ist das immer relativ zur Strecke größer, der Produkt, als ist es immer ein anderer Preis, den du da bekommst und nicht pauschal. Ja. Deswegen, was du mir dafür gesagt hast. Okay, also vielleicht kannst du auch nochmal deine Erfahrungen teilen. Bei mir ist es schon ein bisschen her, dass ich jetzt in den USA verkauft habe aktiv. Aber wie ist es jetzt aktuell? Standardgröße war meines Wissens auch immer so, da bekommst du ein Lager zugewiesen. Das ist meistens relativ auch in der Nähe von dem Lager, wo du wegschickst, also vom 3PL. Und Übergröße ist eben so, du bekommst irgendwie 4 Lager oder vielleicht sogar mehr. Und da sagt Amazon, dort bitte 50 Einheiten hin, da 200 Einheiten, dort 125 Einheiten und zu dem Lager bitte 70 Einheiten oder so. Das, was du gesagt hast, kenne ich auch nur vom Hörensagen, weil wir ehrlicherweise noch keine Übergrößen machen in den USA. Okay. Also deswegen will ich da keinen Quatsch erzählen. Aber ich habe es auch von dir damals, glaube ich, als wir einen Stream hatten, zusammen auch gehört. Das alles ist klar, okay. Gut. Ja. Aber da kümmern wir uns, wie gesagt, auch komplett drum. Also auch durch den 3PL dort. Und am Ende kriegst du das als Rechnung ausgewiesen und weißt halt genau, was da passiert ist. Okay, macht ihr dann die Anlieferung zu Amazon mit eurem Partner da, der die Logistik macht? Ja. Okay. Alles genau, klar. Genau. Weil es gibt ja auch diesen Amazon Trucking Service, wo dann von Amazon so Logistiker, die sind bei Amazon und dann sagt die Amazon, das wird so und so viel kosten, dann buchst du über Amazon den Logistiker und der holt das ab. Oder man schickt es halt selbst hin über seinen Logistiker. Wir haben da mehrere Varianten, also auch was sinnvoll ist. Ja. Also wenn es eine Paletteneinlieferung ist, schicken wir es anders ein, als wenn es eine Kartoneinlieferung ist. Also, ja, das ist jetzt... Okay. Aber im Endeffekt, das wird dann alles am Monatsende zusammengerechnet und dann gegengerechnet und dann sozusagen bekomme ich Geld ausgezahlt. Ja, oder sauberer ist es tatsächlich, das getrennt zu machen. Also das eine, also einfach wegen den Zahlungseingängen. Also wir haben einen Kunden, der ist eine AG, ja, die brauchen das gescheit. Oder auch GmbHs in der Regel auch, die vernünftig bilanzieren wollen. Aber wir können es auch verrechnen. Uns ist das egal, wir haben beides schon gemacht. Alles klar. Dann vielleicht gleich zu dem Thema Buchhaltung. Wenn ich jetzt da als deutsche oder österreichische GmbH, wie auch immer, aktiv bin und ich stelle dann euch einfach eine Rechnung, oder wie? Wir stellen eine Warenanlieferungsgutschrift
Und es ist eine umgedrehte Rechnung, einfach weil wir nicht den Rechnungen von den Kunden hinterher rennen möchten, was wir in der Vergangenheit leider tun mussten. Das heißt, für die Ware, die du uns geschickt hast, stellen wir dir eine Gutschrift und bezahlen die ab, also mit Zahlungsziel, sobald wir sie verkauft haben. Das, Okay. so ist es quasi geregelt. Okay, alles klar. Und die, ich meine, diese, die Auszahlungen und so weiter, die ich dann bekomme, dafür brauche ich ja auch eine Art Beleg Ja. für meine Firma. Ja, das bekommst du. Du bekommst einmal im Monat eine Monatsabrechnung mit Warenanliefergutschrift, also von dir zu uns. Dann einmal Servicerechnungen von uns zu dir. Also da ist auch unsere Gebühr dabei, da sind Logistikkosten dabei, Amazon-Gebühr, also alles, was so dazu kommt. Und dann gibt es nochmal eine dritte Position, die es kompliziert macht zu verstehen, aber schön im echten Leben, nämlich eine sogenannte Ausgleichsposition, die aus diesem Verkaufswert, den du uns damals auf die Rechnung, beziehungsweise die wir dir auf die Gutschrift geschrieben haben, das so ausgleicht, dass wir immer dieselbe Marge bekommen und du den kompletten Uplift und Downtrend quasi, also deine Verantwortung ist. Also wir kriegen immer, Kosten haben wir noch gar nicht gesprochen, unter 6,5%. Egal, ob du den Preis jetzt erhöht hast oder runtergesetzt hast, und das regeln wir eben über diesen Differenzbetrag. Das ist Okay. gut im Dokument. Darüber können wir gleich sprechen. Das heißt, und noch eine Frage, die Auszahlung, die erfolgt dann in Euro oder In in Euro, ja. US-Dollar? In Euro. Das wird dann am Ende des Monats umgerechnet oder wie? Genau. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die es gerade machen. Ich glaube, das ist Stichtag, der 31. oder letzter Tag des Monats. Ja. Okay, Genau. alles klar. Ja, könnte auch Und Mitte, ich. Also da will ich jetzt auch nichts falsch sagen, aber es wird zu einem bestimmten Stichtag umgerechnet und dann kriegst du es in Euro ausgezahlt. Auch ein Vorteil tatsächlich. Das ja, ist auf jeden tatsächlich ein Fall. Vorteil, weil Wechselkurs und sowas hast du auch. Ja, klar. Okay, alles klar. Und dann kommen wir gleich zum Thema Gebühren. 6,5% Provision vom Genau. Nettoverkaufspreis dann oder ja. Genau, auf den Nettoumsatz. In den USA ist es netto, in Europa ist es brutto, einfach weil Amazon ausberechnet. Und auch, was ziemlich cool ist, wenn ihr eure Margenberechnung macht, die ganzen Preise, die ihr da seht, sind alle netto. Das ist, die Amis, die zahlen die Mehrwertsteuer erst beim Checkout sozusagen. Und deswegen könnt ihr in eure Margen berechnen, den Preis, den ihr bei der Konkurrenz seht, das ist quasi euer Netto-VK. Genau. Und jetzt zu den Kosten, 6,5% auf den Nettoumsatz. Mit aber mindestens 1.000 €, also 999 € im Monat. Das ist quasi unsere Bottomline. Also die kommen nicht on top, das ist einfach nur die Bottomline, weil wir auch also die Kunden auch entsprechend, die Potenziale haben, auch da mitnehmen wollen. Also wir wollen jetzt nicht jemanden, der 5.000 € Umsatz macht, in die USA bringen. Das, ja, da sollten man sich auf andere Sachen fokussieren. Deswegen 999 € Bottomline oder 6,5%, was auch immer höher ist. Okay, ja, das macht auch Sinn. Also ich meine, wenn ich jetzt selbst in die USA gehen würde und da selbst das Ganze aufziehe, dann habe ich auch sicher Ja. Fixkosten von, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber also unter 500 bis 1.000 € wird man nicht kommen. Ja. Und ich meine, ja, wie gesagt, wenn du halt so wenig Umsatz machst, dass man das nicht so gut abdecken kann, dann bringt es gar nichts, in die USA zu gehen. Richtig, das ist auch ein Filter für beide Seiten tatsächlich. Das Das heißt, sobald sozusagen mein Nettoumsatz so hoch ist, dass die 6,5% höher sind als diese 1.000 € oder 999, Ja. dann zahle ich erst mehr sozusagen. Genau, da zahlst du mehr als 1.000, genau. Das Aber heißt, dann auch. wenn ich jetzt irgendwie 10k Umsatz mache, dann zahle ich nicht 999 plus nochmal 6,5% Nein. von den 10k, sondern ich zahle dann die 999. Genau. Alles klar. Ja, cool. Also aus meiner Keine Sicht. Grundgebühr, sondern eine Mindestgebühr. Ja, genau. Okay. Aus meiner Sicht ist das eine extrem coole Lösung. Und wenn ihr irgendwie am Überlegen seid, dass ihr da ja expandiert in die USA oder auch Pan-EU, dann würde ich mir da auf jeden Fall USA nochmal zu Herzen nehmen und das Ganze ansehen. Auf Und jeden wenn Fall. da rauskommt, es ist viel Potenzial da, es sind alle Lichter grün, dann why not? Eine Sprache, ein Marktplatz, um den man sich kümmern muss, eine Verpackung, will ich nicht irgendwie, ja, viele Dinge sind dort einfach. Im besten Fall
Kleiner Tipp auch, hast du eine dreisprachige Verpackung? Französisch, Spanisch, Englisch, weil die Kanadier sprechen manchmal Französisch und die Spanier, die Mexikaner sprechen Spanisch und dann kannst du auch auf Knopfdruck quasi dann noch in die anderen Länder. Das machen wir jetzt noch nicht aus Compliance. Wir kamen von mexikanischer Compliance haben, aber im Prinzip ist das Produkt dann ready, auch in die anderen Länder zu gehen. Ja, ja, ja. Als kleiner Bonustipp. Okay, vielleicht hast du noch andere kleine Bonustipps, die du den Leuten mitgeben kannst, über die wir noch nicht gesprochen haben? Ja, also das ganze AI-Thema, das wollte ich auch einfach nochmal angerissen haben, das funktioniert auch in Richtung Marktrecherche, in Richtung Competitor-Analyse und so weiter. Und da wundert man sich tatsächlich manchmal, wieso Kunden Produkte kaufen oder eben nicht kaufen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch bei euch eingebaut habt, da gibt es ja ein Tool, Schulex heißt das, das analysiert deine Reviews. Und das wäre tatsächlich interessant, wenn ihr dort reingeht, mal den Wettbewerb anzuschauen, also die Reviews anzuschauen, zu schauen, wieso kaufen Leute das Produkt und wieso kaufen Leute das Produkt nicht. Und auf Basis dieser, also diese Kriterien quasi in eure Entscheidung mit einfließen zu lassen, ob das sich lohnt oder nicht. Weil vielleicht ist es, was ihr liefert, genau das, was dem anderen fehlt. So. Und das habe ich letztens auch für mich als Käufer gemacht, einfach, mich mit Amazon nicht auskenne, zwei Boxen miteinander verglichen, ja, eine Teufel-Box und eine Bose-Box. Und mir, für mich ist das Wichtigste Konnektivität. Long story short, beide Scheiße, habe ich mir gar keine gekauft. So. Und genau das Gleiche könnt ihr aber auch als Seller machen. Ja. Dann FDA ist ein Thema, also wenn ihr Nahrungsergänzungsmittel oder Nahrung oder allgemein sowas macht, ihr braucht immer eine FDA-Registrierung. Also der Hersteller braucht immer eine FDA-Registrierung. Das macht es ein bisschen komplizierter, weil da seid ihr nicht komplett frei in dem, was ihr tut. Das heißt, wenn ihr irgendwie Nahrungsergänzungsmittel made in Germany dahin schicken wollt, dann muss sich euer Hersteller dafür registrieren. Ja, nicht wir. Also wir sind sowieso schon, nicht du, sondern tatsächlich dein Hersteller. Und da strugglen wir mit ein paar Kunden, die auch mit Nahrungsergänzungsmittel rübergehen wollen, dass der Hersteller da einfach nicht mitzieht. Ja, der sagt, ja, kein Bock, wieso sollte ich und so weiter. Obwohl das auch kein Aufwand ist, wir würden das auch übernehmen und alles. Aber da auf jeden Fall gucken, dass ihr Produkte nehmt, wenn ihr euch für ein Produkt entscheidet, dass auch alle Rahmenbedingungen passen. Ansonsten haben wir, glaube ich, schon das meiste Zeug abgedeckt. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann haut ihr mich einfach persönlich an, anton@spacewurst.io oder fragt Markus, der ist doch genauso ein Experte, der hat doch da jahrelang verkauft, wahrscheinlich sogar länger als wir. Ja, hast du noch Tipps, Marco? Ja, zu dem AI-Review-Thema, da gibt es auch von der deutschen Community einen, die haben so ein Tool dazu gebaut, das heißt Sellerbot, also so wie Amazon-Seller, Seller und dann Bot hinten dran. Das macht, glaube ich, das Gleiche, wollte ich nur erwähnt haben. Schöne Grüße an dich, Jan, der das Ganze entwickelt hat. Und wo waren wir gerade? Was war gerade das letzte Thema? Die Hacks. Ja, ja, genau. Was war der letzte Tipp, den du gerade gesagt hast? FDA-Registrierung. FDA, genau. Da könnte man ja theoretisch auch dann in den USA sich einen Nahrungsergänzungsmittelhersteller suchen. Ja, könnte man auch machen. Ah, vielleicht das als Tipp oder also ich hab letztens wieder eine Statistik gesehen. Deutsch, also Made in Germany ist heute noch, also das sind zwei Tipps in einem quasi. Made in Germany ist heute noch das beliebteste oder das trustworthigste Label der Welt. Also das gibt auf Platz 2 Made in Switzerland, ja, und wir kennen ja jedes Schweizer Produkt. So, also Made in Germany Produkte funktionieren auch in den USA. Schön, das vermarkten Made in Germany, die Leute wissen German Cars und bla bla bla, die haben dann riesen Respekt vor. Ich weiß, die Deutschen, die hassen sich oft ja selber, das mögen sie ganz gern, aber die anderen Länder, die also man ist immer kritischer zu sich selber. Auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner, deswegen vielleicht besser Frame, positiver Frame. Und die sehen uns deutsche und deutsche Qualitätsarbeit aber immer noch sehr, sehr vorteilhafter. Und in diesem Zuge hat der Mr. Trump damals, um sich von China etwas unabhängiger zu machen, aka die eigene Wirtschaft zu stärken, hat dann einen Strafzölle eingeführt auf sehr viele Produktkategorien. Und wenn ihr in eure Margenberechnung reingeht, dann schaut euch die bitte auch an. Also checkt auf der offiziellen Seite, ob euer Produkt unter die Strafzölle fällt, weil sonst hast du eine Strafzoll plus den normalen Zoll. Dann bist du schnell mal bei, ja, 25, 30% Zoll. Das muss man sich erstmal leisten können. Aber
da ist Deutschland komplett ausgeschlossen. Also es ist nur für China. Das bedeutet, wenn ihr dann irgendwie einen deutschen Hersteller habt, der vielleicht, weiß ich nicht, 30% teurer ist, dann lohnt es sich trotzdem, es aus Deutschland zu machen. A, made in Germany, B, kein Strafzoll. Und ich habe da jetzt auch von Insidern gehört, die Chinesen machen es halt trotzdem ohne Strafzoll. Ja, man kann das anders deklarieren und bla bla bla. Aber das ist nicht unser Stil, denke ich. Das ist auch nicht nachhaltig, wenn da irgendwie was kommen sollte. Und ich hatte es auch letztens gelernt, wenn du verkaufen willst, ist das Erste, also wenn du ein Unternehmen verkaufen willst, erst dann, was die Aggregator oder die Käufer fragen, hey, machst du das mit den Strafzöllen, zahlst du die oder nicht? Nee, zahle ich nicht. Ja, okay, danke, tschüss, weil wir müssen, weil und so weiter. Also da, made in Germany, made in Europe allgemein, mal gucken, aus zwei Gründen, die Amis stehen drauf und Strafzölle vermeiden. Das vielleicht auch. Genau, oder direkt einen anderen Hersteller suchen, vielleicht in Mexiko. Vietnam. Oder was auch ganz gut ist, Vietnam oder so, die halt ja auch Asien sind, aber nicht China. Genau. Ist auch eine Möglichkeit. Aber natürlich dann, wenn man sich erstmal einen neuen Hersteller suchen muss, dann wird es kompliziert. Dann muss auf jeden Fall sich das ganze Projekt lohnen, weil ja, sonst braucht man den Aufwand gar nicht betreiben. Jo, das war's, glaube ich. Danke fürs Interview und nochmal an die Leute da draußen, wenn ihr irgendwie expandieren möchtet, auf jeden Fall auch jetzt USA in Betracht ziehen und kontaktiert einfach den Anton, super netter Typ, hilft da jeden weiter. Versuch. Und wird euch da sicher an die Leine nehmen, wenn ihr in die USA expandieren wollt. Und ja, mit dieser neuen Lösung von Space Goats, klar, kostet auch ein bisschen Geld, aber den ganzen Aufwand, den ihr euch da spart, das ist es hundertprozentig wert. Und das sage ich halt aus eigener Erfahrung. Ja. Danke für den Pitch nochmal. Danke für die Zeit. Danke für das tolle Interview und allen anderen. Kümmert euch ums Weihnachtsgeschäft. Ihr seid so viel schon viel zu spät dran. Und sonst genießt die Sommerferien, genießt die Sommerzeit und ich freue mich auf eure E-Mails. Danke. Tschüss.